In den Polargebieten gibt es vorwiegend weiße Flächen durch Schnee und Eis und diese weißen Flächen erzeugen kalte Luft. Und diese kalte Luft wird dann weggetragen und damit beeinflussen die Polargebiete natürlich auch den ganzen Globus. Innerhalb von 10 Tagen geht kalte Luft von der Arktis bis nach Mitteleuropa. Diese weißen Flächen, die nehmen ab mit der Zeit dadurch, dass die Temperatur steigt und es erscheint dann ein dunkler Ozean oder dunkle Landoberflächen und die absorbieren die Solarenergie viel stärker, erwärmen das System noch mehr und noch mehr Eis schmilzt. Und dieser positive Rückkopplungsmechanismus, der sorgt dafür, dass die Temperaturen in den Polargebieten, insbesondere in der Arktis, viel stärker zunehmen als im globalen Mittel. Also es gibt 2 Aspekte, die wir beachten müssen. Das eine ist, dass das Meereis, also der zugefrorene Ozean in der Arktis, sich stark verändert. Nicht? Denn der Rückgang des Eises, die Reduktion der Dicke des Eises und die Reduktion der Fläche, die sorgen dafür, dass ein ganzes Ökosystem langsam verschwindet. Wir haben inzwischen 12% pro Dekade an Flächenverlusten am Meereis. Und das heißt natürlich, dass die Grundlage für die ganze Nahrungskette von den kleinen Algen und Krebschen bis hin zum Eisbären langsam die Grundlage verliert. Im Sommer werden wir vermutlich in 2070 kein Eis mehr haben. Der 2. Aspekt ist, dass der große Eisschild auf Grönland schrumpft. Und zwar inzwischen in den letzten 5 Jahren doppelt so stark wie davor. Die Beiträge zum Meeresspiegelanstieg sind inzwischen ungefähr 0,5 Millimeter pro Jahr. Das sieht nicht viel aus, aber das ist doppelt so viel, wie der IPCC-Bericht tatsächlich dargestellt hat in 2007. Die Verluste sind ungefähr zur Hälfte durch Schmelzwasser zustande gekommen und die andere Hälfte sind durch Eisberge, die Gletscher ins Meer abschütten. Diese dynamischen Verluste könnten sogar noch größer werden, nicht wenn Schmelzwasser tatsächlich die Basis der Gletscher schmiert sozusagen und auf dem Schmelzwasser rutscht dann der Gletscher schneller ins Meer. Aber ich glaube, dass insgesamt gesehen, wenn man alle Beiträge zum Meeresspiegelanstieg sich anschaut, dass vermutlich mal bis zum Ende dieses Jahrhunderts der Meeresspiegel um 1 Meter steigen wird. Viel mehr wird es wahrscheinlich nicht sein. Ja, das Interesse ist ganz vielfältig, zumal sind natürlich die Reedereien interessiert, Schifffahrtswege nach Japan, nach Asien insgesamt zu bekommen, dadurch, dass im Sommer das Eis verschwindet. Es gibt natürlich auch durch den Rückgang des Eises große Interessen daran, Bodenschätze zu nutzen, Öl- und Gasreserven zu nutzen. Und natürlich die Fischerei ist dort schon zugange und wird natürlich das Ökosystem ernten. Und das wird natürlich starke Eingriffe geben in das System da oben und sicherlich ist ganz offensichtlich, dass wir dabei sehr vorsichtig sein müssen. Es gibt natürlich eine Fragestellung, die zunehmend wichtig wird, ist auch, was passiert mit den Gashydraten, die am Meeresboden im Sediment liegen, also gefrorenes Methan, das zurzeit noch fest ist. Nicht, wenn der Ozean sich aber erwärmt, dann könnte das schmelzen und tatsächlich als Gas entgasen, als Gas in die Atmosphäre kommen. Es ist natürlich die Frage, wie viel kommt drauf, wie viel wird abgebaut im Ozean, wie viel kommt tatsächlich rauf. Man könnte das auch nutzen als Energiequelle. Natürlich ist es wie alle anderen fossilen Energiequellen ein Problem, weil wir bei der Verbrennung CO2 produzieren. Nicht? Und wenn man das nicht abfängt, dann hat man praktisch nichts gewonnen, was das Klima schützt. Und eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir uns andere Energiequellen suchen als gerade die Gashydrate.